Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Review Rabbit und heute wieder ein Kopter am Start und zwar der Unique Breeze. Viel Spaß beim Zuschauen! Der Unique Breeze liegt jetzt noch in seiner Verpackung. Wir gehen gleich zusammen den Inhalt durch. Dann gibt es technische Daten und wir gehen heute auch schon mit dem Breeze in diesem Video fliegen. Dann gibt es auch Footage gemacht mit diesem Copter. Ich kann das heute nicht aufsplitten auf zwei Videos, weil das Wetter top ist und im Winter ist es immer sehr schwer, einen Tag zu erwischen, wo man dann fliegen gehen kann. Um mal ganz kurz die Kategorie anzureißen, in der dieser Copter spielt. Ich habe das Gefühl, viele haben das nicht so wirklich mitbekommen. Wenn man sich die YouTube-Kanäle anguckt, die den reviewed haben, er wird mehr als schlecht gemacht. Dieser Copter ist gemacht, um ihn mitzunehmen, in den Urlaub zum Beispiel, am Strand mal ein Foto auf Instagram zu knipsen, ja, aus der Luft mal zu zeigen, wo man denn ist oder sonstiges. Wer jetzt 4K-Videoaufnahmen in seiner besten Qualität erwartet oder auch Top-Flugverhalten, da muss ich euch leider enttäuschen, das bietet der Breeze nicht, aber so leicht und kompakt wie er ist, würde ich ihn jederzeit mit in den Urlaub nehmen, um für euch zum Beispiel, ja, dann Fotos zu zeigen, denn diese sehen nicht schlecht aus. Und somit starten wir auch mit dem Preis. 499 Euro kostet er regulär, derzeit ist er reduziert für 419 Euro. Da sieht man vielleicht auch ein wenig, dass das Feedback nicht so toll war und die Leute eher zu was anderem gegriffen haben. Mit einem Mavic dürft ihr den nicht vergleichen von DJI, denn dieser kostet dreimal so viel und natürlich von den Features eine ganz, ganz, ganz andere Liga. Und dann fangen wir einfach mit der Box an. Aber das im Schnelldurchlauf. Diese wirkt sehr edel, könnte so eine MacBook-Verpackung sein. Okay, wir sliden das Ganze auf. Zack, und dann sehen wir hier schon einen weiteren Kasten. Ich muss das ein wenig neigen. Das ist eine Box. In dieser Box ist der Breeze drin. Also eine kleine Transportbox kann nie schaden. Diese kleine Box beinhaltet Ersatzpropeller. Wenn ich das jetzt mal näher an die Kamera halte und so ein bisschen im Licht drehe. 4 Stück sind hier drin und 4 sind montiert. Also Ersatz ist am Start. Das sind Bedienungsanleitungen. Die brauche ich jetzt nicht aufzumachen und zu zeigen. Die sehen ja eh immer gleich aus. Die einen schöner, die anderen weniger gut designt. Und was uns hier noch erwartet, wir haben hier ein Micro-USB-Kabel, ein Stromkabel und die Ladestation. Also hier ist eine vollwertige Ladestation dabei, das ist viel wert, ist heutzutage nicht mehr üblich. Das packen wir mal ganz kurz aus und ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Vom Design her ganz cool, das Plastik ist ja okay, es ist jetzt nicht das günstigste Plastik, gibt aber auch hochwertigeres. Hier ist ein Lämpchen, leuchtet rot, wenn der Akku nicht voll ist und grün, wenn er aufgeladen ist. Ja, kann man auch ganz gut mitnehmen im Koffer, wenn man auf Reisen geht und das Stromkabel. Und wir kommen auch schon zur Box, in der der Breeze drin ist. Wir sehen hier Breeze 4K. Leute, lasst das 4K weg, dann seid ihr besser dran, als wenn ihr versucht, auf der 4K-Welle jetzt mitzuschwimmen. Vielleicht habt ihr auch deswegen ein bisschen mehr Kritik abbekommen, als ihr solltet. Denn schlecht ist das Produkt meiner Meinung nach nicht. Man kann es vielleicht hier mit dem, wo ist er? Parrot Bebop vergleichen. Von den Flugeigenschaften auch eine Smartphone-Steuerung. Wir haben hier keine vollwertige Steuerung. Ich bin absolut kein Freund von Smartphone-Steuerung, aber wenn wir das Ding, Reisedrohne, ne, mitnehmen, dann ist es auf jeden Fall cool, wenn wir nur das Smartphone aus der Tasche zücken brauchen und losfilmen können. Dann ist es wiederum okay. Dann verzichte ich auf dieses tolle Flugverhalten, denn ich will nur schnell ein Foto auf Facebook posten, um zu zeigen, wo ich denn gerade unterwegs bin. So sieht das aus, wie man das Ganze aufmacht. Wir haben hier nochmal, ja, Propellerschoner brauchen wir meiner Meinung nach jetzt nicht. Ich hasse die Teile, ihr wisst das, aber wer es braucht, der kann die montieren. Dadurch wird der Copter nochmal ein wenig schwerer, auch wenn die sehr leicht sind, weil sehr, sehr billiges Plastik. Und da sitzt auch schon das gute Stück. Ich nehme es gerade mal aus der Box raus, um euch ein bisschen mehr davon zu zeigen. Wir fangen mal an mit dem Akku, der hier hinten sitzt. Einmal den Knopf hier drücken. Dann kann man ihn rausleiten und so sieht das gute Stück aus. Wir haben hier einen 1150 mAh Akku, ihr könnt es hier sehen, mit 11,1 Volt Leistung. Und dieser Akku hält circa 10 bis 12 Minuten. Ist auch eine, ja, normale Leistung. Das Coole hier, dieser Akku ist jetzt nicht so teuer. Für 42,99 Euro könnt ihr auch schon, ja, einen weiteren dazu kaufen. Empfehle ich auch, wenn ihr in den Urlaub fahren möchtet oder sonst wohin, dann kauft 1, 2, 3 Stück davon und ihr seid gut bedient. Ja, so sieht das gute Stück aus. Schieben wir zurück in den Copter und gucken diesen direkt auch schon mal an. So sieht das gute Stück aus. Das ist die Front. Vielleicht kann man so ein bisschen besser die Größe einschätzen. Er ist wirklich klein. Wenn ich den jetzt hier so auf die Handfläche setze, könnt ihr sehen, ja, so
So wie die Handfläche plus die Motoren, die an den Seiten noch rausragen. Ich habe es ja eben erzählt, mit dem Smartphone wird das Ganze gesteuert. Ihr habt eine Reichweite von 80 Metern. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht wird sich das Ganze hier ein wenig wie bei Parrot entwickeln und irgendwann kommt noch eine Steuerung raus. Das wäre mega nice. Ich erzähle euch die ganze Zeit, wie gut man diesen Kopter mitnehmen kann. Kann man wirklich, denn er wiegt nur 385 Gramm. Deswegen auch hier der Aufdruck Breeze, kann man hier ganz gut lesen. Und somit ist er auch leichter als ein Parrot Bebop 1 oder 2. Auf jeden Fall ist GPS verbaut. Und wir haben auch nochmal optische Stabilisatoren drin. Einmal hier dieses Optical Flow plus eine Kamera. Wie das hier genau funktioniert, habe ich noch nicht rausgefunden. Sieht nämlich nicht so aus wie bei DJI, dass da irgendwelche Schallwellen auf den Boden geschickt werden. Das sieht eher aus wie so Infrarotsensoren oder sonstiges. Wir haben keine Speicherkarten, die wir wechseln können. Das sind 16 GB, die fest verbaut sind. Ja, okay, ist halt so. Ansonsten können wir hier noch die Füßchen ausklappen, um besser starten zu können. Nein, da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Das hört sich leider so an. Können wir auch wieder einklappen. Ich muss auch hier sagen, die Verarbeitungsqualität ist okay, aber das Plastik wirkt doch schon günstig. Muss ich ehrlich sein, aber das Teil muss ja auch leicht sein. Wir haben hier keinen richtigen Gimbal. Wir können die Kamera später über die Software neigen, über den Screen des Smartphones. Aber die Stabilisation, die hier geschieht, geschieht aufgrund von 4K runterrendern auf Full HD und dann ist das Ganze auch stabil, weil dann kann das Bild wackeln. Und stellt euch das vor, ihr habt einen großen Rahmen, das ist 4K, und dann einen Quadrat oder ein Rechteck in diesem Fall, das ist Full HD, und dann wackelt dieses Full HD in dem 4K-Kasten und hat diesen Spielraum, und in diesem Feld kann dann das Bild stabilisiert werden. Und bei 4K habt ihr nur das 4K und da wird nichts stabilisiert und dann wackelt alles rum. Finde ich sehr schade, aber okay, für ein, zwei Shots ist es zu gebrauchen. Seid gespannt, wie das dann gleich aussieht. 13 Megapixel hat die Cam, Fotos löst sie in 4K aus mit 4160x3120 Pixeln und Videos kann sie in 4K und 30 FPS machen, wie schon gesagt, unstabilisiert. Leider das Full HD auch nur mit 30 Bildern, nicht in 60 Bildern, finde ich schade, aber dann das Ganze stabilisiert. Ihr könnt auch in HD, also mit 720p filmen, dann ist das Ganze auch in 60 FPS. Über das Wi-Fi des Unique Breeze habe ich jetzt mein Smartphone verbunden und auch die Breeze App gestartet. Diese sieht wie folgt aus. Wir haben hier direkt auch schon eine Übertragung auf den Kopter selbst. Da steht Live View, wenn ich ihn jetzt bewege. Ihr könnt das sehen, das ändert sich auch hier im Screen. Auf der rechten Seite haben wir eine Galerie, da können wir Videos und Bilder angucken, die wir gemacht haben. Dann haben wir die Möglichkeit als Pilot den Breeze über das Smartphone ganz normal zu steuern oder im Selfie-Modus, im Orbit-Modus, dann umkreist der Kopter einen Journey. Da können wir gewisse Punkte auf der Karte festlegen, die der Kopter abfliegt, oder den Follow-Me-Modus, dann fliegt er einem hinterher. Für so einen kleinen Kopter, so viele Funktionen, ist schon mal nicht verkehrt. Und wenn wir jetzt auf Pilot gehen, müssen wir einmal zum Fortfahren sliden. Und dann haben wir schon hier die Steuerung, die ich ja so sehr liebe. Wenn wir jetzt auf Takeoff gehen, dann fliegt er von alleine hoch. Wir können dann auch automatisch landen, also einen Landen-Button. Was ich ein bisschen schade finde, wir haben hier die Ansicht, um zu steuern. Wenn wir jetzt ein Video starten möchten, dann ändert sich der Button hier im Flug zu Kamera. Dann müssen wir von der Steuerungsansicht auf die Kamera switchen, können dann nicht steuern. Derzeit muss dann der Kopter an einer Stelle stehen. Wir starten unsere Videoaufnahme, switchen dann über diesen Knopf wieder zurück zu dieser Ansicht und können steuern. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht geht das noch irgendwie anders. Und jetzt habe ich genug vom Fliegen und von den Fotos machen geredet. Wir gehen raus und starten mal ein paar Flugszenen, oder? Viel Spaß beim Zuschauen.
Ihr habt jetzt gesehen, wie der Unique Breeze sich so in der Luft geschlagen hat, was er für Aufnahmen liefert. Und jetzt kommen wir zu meiner Punktevergabe und einem kurzen Fazit am Ende. Bei den Punkten tue ich mir irgendwie schwer. Ich tendiere zwischen 3,5 und 4 Punkten. Deswegen kann ich mich irgendwie nicht festlegen. Vielleicht wird es die Zeit noch bringen. Aber sagen wir mal, wenn ich Punkte vergeben würde, wäre es irgendwas zwischen 3,5 und 4. Also merkt euch das mal. Falls ich mich irgendwann festlege, dann werde ich das hier mitteilen. Die Abzüge wird es auf jeden Fall wegen dem 4K, was so angepriesen wird, geben. Natürlich kann man von so einer kleinen Kamera nicht viel erwarten. Mir persönlich ist das bewusst, aber Menschen, die sich vielleicht mit den Produkten nicht so stark beschäftigen oder generell mit Kameras, die sehen dann 4K, wow, das ist doch hier das, was die riesengroßen Fernseher heutzutage im Mediamarkt so toll anzeigen können, das will ich auch. Und da wird man so ein bisschen getäuscht als Kunde, deswegen ein Punkt Abzug. Also vergesst das 4K, konzentriert euch auf das stabilisierte Full HD. Dann sind die Aufnahmen auch wirklich zu gebrauchen. Die Fotos gefallen mir persönlich natürlich riesen Poster würde ich mit der Auflösung nicht drucken, aber für Social Media Zwecke oder für das persönliche Fotoalbum sind die auf jeden Fall geeignet. Und bei dem Preis für 419 € kann man sich nochmal überlegen, ob man sich den Copter denn nicht doch zulegt. Das Flugverhalten ist okay, da habe ich aber auch nicht sehr viel erwartet von einem Copter, der über Smartphone gesteuert wird. Er macht seine Arbeit natürlich, ein Phantom 3 fliegt deutlich flüssiger, viel stabiler, weiter und so weiter, bietet auch die besseren Aufnahmen, kostet auch fast genauso viel, zumindest gebraucht. Also überlegt euch, wenn ihr für zu Hause coole Aufnahmen für euren YouTube-Channel oder sonstiges machen wollt, dann greift eher zu den Modellen. Aber wenn ihr viel unterwegs seid und möchtet mal schnell einen Schnappschuss machen, auch mal mit euren Freunden irgendwie ein Gruppenfoto aus der Luft, mal das Teil schnell rausgeholt, weil ihr nicht immer den schweren Koffer mitschleppen möchtet, dann ist der Breeze auf jeden Fall bestens dafür geeignet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video irgendwie weiterhelfen bei der Entscheidung und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.